Ich habe euch doch neulich erzählt, dass ich von der Firma Pharos aus Wedel bei Hamburg einen Brenner leihweise zur Verfügung gestellt bekommen habe, um mal zu gucken, wie das so funktioniert und ob das was für meine Zwecke wäre. Und diesen Brennerprototypen, den der gute Mann mir da geschickt hat, uiuiui, nachdem ich das Patent verstanden habe, ja, Junge, da sitzt Alarm hinter. Also da kann selbst. Ich denke mal, da kann der Brenner, den ich für meinen Schmelzofen gebaut habe, der jetzt gerade auf der Esse rumschimmelt, der kann dagegen einpacken. Das Ding macht richtig Alarm. Ich habe jetzt mal einen Versuchsaufbau gemacht und habe ihn mal probehalber laufen lassen. Und ich will mal versuchen, euch das zu demonstrieren, wie das Ganze aussieht. Einmal ein Kameraschwenk. So, da ist das gute Stück eingespannt im Schraubstock. Hier ist der Eingangsblock für das Gas. Ich hatte, hab einen passen, weil ich keinen passenden Reduzierfitting von 0,5 Zoll rechts auf 3/8 Zoll links hatte, habe ich mir da einen selbst gelötet. Funktioniert wunderbar. Dichtheitsprobe auch bestanden. Falls jemand fragt, ja, da gehe ich dann immer bei Spüli-Lösung und gucken, ob alles dicht ist. Funktioniert wunderbar. So, jetzt ist das Prinzip so: Wir haben hier eine Hohlschraube. Am Ende sitzt eine Nadel, ein Injektor, den ich hier hinten, hier kann man es sehen, da ist eine Schlitzschraube mit einer Kontermutter. Da kann ich die Durchflussmenge regulieren. Hier das gleiche Prinzip wie bei meinen Brennern. Hier kann ich die Luftzufuhr regulieren, entweder gar keine Luftzufuhr, ganz viel Luft für den Venturi-Effekt. Das heißt, das Gas nimmt die Luft mit rein, vermischt sich und hier. Am Brennerstück kommt das Gas-Luft-Gemisch dann raus und verbrennt dann. Dann haben wir hier zusätzlich noch einen Druckluftanschluss. Druckluft, kein Sauerstoff, Druckluft. Druckluft reicht voll und ganz aus. Ich habe jetzt gerade die Einstellung auf, ja, noch vom Schmelzofen auf 6 Bar. Hier ist ein Messingröhrchen drin, das unten zu ist mit einer kleinen. Mit einer ganz feinen Bohrung in die Richtung, die dann quasi das Gas-Luft-Gemisch dann mitnimmt und weiter beschleunigt. Und das sorgt dafür, dass das Teil ordentlich Alarm macht. So, jetzt hole ich mal das Stativ. So, die Einstellung, wie gehabt, Gas 1 Bar, weil ich würde es jetzt gerne mit einem 50 mB Druckminderer testen, habe ich aber gerade nicht da. Also mit Gas auf 1 Bar, Druckluft voreingestellt auf 6 Bar. Ich prüfe nochmal. Ja. Ist auf 6 Bar. Halt, stopp. Man sollte es auch an den Druckminderer anschließen. Ja, Helly vorhin auf volle Lotte. So. Sicherheitsanzünder. Gas auf. Oh, und ihr seht, er macht jetzt schon ordentlich Alarm. Wenn ich jetzt hier hinten an der Reduzierschraube drehe, dann kann ich die, ihr seht, ich kann die Gasmenge regulieren. Jetzt kommt ganz wenig Gas raus. Jetzt haben wir wenig Gas. Jetzt kommt die Druckluft dazu. Und die Flamme verbrennt sauber, immer sauberer. Das war schon zu viel. Und jetzt ist die Venturi-Scheibe zu. Es kommt keine Luft mit. Wenn ich jetzt Druckluft dazu gebe, eben so ein bisschen. Das macht schon ordentlich Alarm. Wenn ich dann die Einstellung für mich dann kriege, die ich dann später bräuchte, kann ich dann gucken. Drehe jetzt die Nadel weiter auf. Ihr seht, wie sich die Flamme verändert.
das macht schon ordentlich Alarm. Also hier ist gerade... Jetzt ist natürlich das Ding, der Brenner brennt jetzt so ins Freie. Es ist jetzt kein umschlossener Raum da, wo sich die Flamme verteilen kann, wo sich die Wärme halten kann. Es geht jetzt ja so ins Freie. Wenn es natürlich noch ein Raum da wäre... Dreh mal ab. Kein Gas mehr. Alles sauber, alles kittig. So. Wäre jetzt hier ein umschlossener Raum, wie im Schmelzofen beispielsweise oder in der Esse, dann würde das Flammenbild noch anders aussehen. Es ist so, im Freilauf ist es immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Es kommt immer darauf an, wie arbeitet das ganze System, wenn ich einen geschlossenen Raum habe. Jetzt habe ich die Esse natürlich schon, jetzt ist der Brenner da natürlich schon fest drin, da kann ich es jetzt gerade nicht drin testen. Wenn ich den Schmelzofen demnächst dann mal neu ausgegossen habe, dann vielleicht probiere ich den Brenner dann da drin nochmal, aber der macht auf jeden Fall gewaltig Alarm. Das ist schon ein ganz anderer Schnack. Ne? Firma Pharos in Hamburg. Den Link dazu setze ich nochmal in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch die Internetseite mal angucken. Zu den Preisen der Brenner kann ich nichts sagen, weil ich keine Preise weiß. Das Ding ist, die Firma Pharos stellt Brenner auf Kundenwunsch her, kundenspezifisch her. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal den Kontakt aufzunehmen mit den guten Leuten dort. Die sind ganz nett am Telefon, wenn man dort anruft und wenn man die Frage vernünftig stellt oder auch einfach nur per E-Mail eine Anfrage stellt, stehen sie euch mit Rat und Tat zur Seite, beziehungsweise können euch dann auch ein bisschen was erzählen, was ihr dann braucht. Guckt euch auf der Internetseite um, die haben da ein paar Brennermodelle vorgestellt. Das Teil werde ich noch ein bisschen weiter testen, denke ich mal. Das macht jetzt schon einen ganz guten Eindruck. Was ich jetzt dafür noch mal organisieren muss, da muss ich Christian noch mal fragen. Der hat noch ein Nadelventil für mich da, weil ich jetzt halt zwischen Druckminderer, Druckregler und dem Brenner nichts dazwischen habe. Da muss noch ein Nadelventil dazwischen. Jetzt kriegt er natürlich das Gas volle Lotte. Und dann wäre es natürlich noch mal interessant zu erfahren, wie verhält sich das Ganze, wenn ich dann einen Druckminderer mit 50 Millibar dazwischen habe. Das ist eigentlich so das, worauf ich hinaus möchte, beziehungsweise später vielleicht auch, ich plane nämlich, Achtung, das ist nämlich jetzt gerade das Spannende an der ganzen Geschichte, warum das Ganze auch zugange gekommen ist mit der Firma Pharos. Ich überlege mir, eine Erdgasleitung hier in die Schmiede legen zu lassen, damit ich halt die Schlepperei mit den Propangasflaschen nicht mehr habe. Und dazu muss ich dann halt Brenner selber, entweder Brenner entwickeln, die mit diesen 23 Millibar, die an der Erdgasleitung anliegen, arbeiten können. Natürlich unter Voraussetzung und der Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen, was beispielsweise zumindest dieses Flammenrückschlagsschutzventil ist. Und halt mal gucken, bei 23 Millibar, das ist nicht viel Druck, da muss man dann mit der Gasmenge arbeiten. Und da kann man aber auch eine Menge reißen. Und die Firma Pharos kann auch beispielsweise nicht nur Brenner für Propan, sondern auch für Erdgas. Und das ist gerade das Spannende dabei. Wegen dieser Thematik bin ich auf die Firma Pharos gekommen und habe da den Kontakt hergestellt und habe mal nachgefragt, habt ihr da irgendwas? Wie macht ihr das? Wie arbeitet ihr mit diesen 23 Millibar Druck, die bei Erdgas anliegen? Und dann hat er gesagt, du, ich habe hier so einen Prototypen, den schicke ich dir gerne mal zu, kannst mal ausprobieren und dann erzähl mir da mal ein bisschen was zu. Wie gesagt, also ich denke mal, wenn ich den in den Schmelzofen stecke, dann sitzt da ordentlich Alarm hinter. Also wie gesagt, das ist jetzt mit diesem Prototypen, den ich da habe, den ich mir selbst gebaut habe, mit dem Acetylen-Sauerstoff-Brenner-Handstück, da kommt schon ordentlich Alarm. Der Schmelzofen läuft weitaus heißer als vorher. Ich habe eine Messingschmelze, habe ich schneller zugange als vorher. Das macht schon eine ganze Menge aus. Und ich denke mal, wenn ich den Pharos-Brenner da reinhalte, dann ist richtig was los. Also, ja, mal gucken, was man dann so reißen kann. Das wollte ich euch gerne gezeigt haben, weil das ist echt spannend. Wie gesagt, Pharos, Link unten in der Videobeschreibung, Link zur Feldschmiede auch unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, zu Preisen kann ich leider nichts sagen, ist aber nicht schlimm. Fragt direkt bei Pharos an und die stehen euch dann Rede und Antwort. Jo, das wär's. Das wär's nur so zwischendurch. Tschüss.